aus einer Ansprache von Papst Franziskus. Gott wollte in einer menschlichen Familie geboren werden. Er wollte eine Mutter und einen Vater haben, wie wir. Und heute zeigt uns das Evangelium die heilige Familie auf dem schmerzlichen Weg ins Exil, auf der Suche nach einer Zuflucht in Ägypten. Josef, Maria und Jesus erleben die dramatische Situation der Flüchtlinge, die von Angst, Ungewissheit und Not gezeichnet ist. Leider können sich in unseren Tagen Millionen von Familien in dieser traurigen Realität wiedererkennen. Fast jeden Tag berichten Fernsehen und Zeitungen von Flüchtlingen, die vor Hunger, Krieg und anderen ernsten Gefahren flüchten, auf der Suche nach Sicherheit in einem würdigen Leben für sich und ihre Familien. In fernen Ländern treffen die Flüchtlinge und Immigranten nicht immer auf wahre Aufnahme, Achtung, Anerkennung der Werte, die sie mitbringen. Ihre berechtigten Erwartungen treten im Konflikt mit komplexen Umständen und Schwierigkeiten, die bisweilen unüberwindbar scheinen. Während wir den Blick auf die heilige Familie von Nazareth richten, in dem Moment, als sie zur Flucht gezwungen ist, denken wir an jene Migranten und Flüchtlinge, die Opfer von Ablehnung und Ausbeutung, die Opfer von Menschenhandel und Sklavenarbeit sind. Doch wir denken auch an die anderen Exilanten. Ich würde sie die verborgenen Exilanten nennen, jene im Exil Lebenden, die es in den Familien selbst geben kann. Die alten Menschen zum Beispiel, die manchmal wie störender Ballast behandelt werden. Oftmals denke ich, ein Zeichen, um zu wissen, wie es in einer Familie geht, besteht darin zu sehen, wie dort die Kinder und die alten Menschen behandelt werden. Jesus wollte zu einer Familie gehören, die diese Schwierigkeiten erfahren hat, damit sich niemand von der liebevollen Nähe Gottes ausgeschlossen fühlt. Die Flucht nach Ägypten aufgrund der Bedrohungen durch Herodes zeigt uns, dass Gott dort ist, wo der Mensch in Gefahr ist, wo der Mensch leidet, wo er flüchtet, wo er Ablehnung und Verlassenheit erfährt. Doch Gott ist auch dort, wo der Mensch träumt, wo er hofft, in Freiheit in seine Heimat zurückzukehren, wo er für das Leben und die Würde seiner selbst sowie seiner Familienangehörigen Pläne schmiedet und Entscheidungen trifft.